Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play Beowulf. Wir starten jetzt wieder als Monster, als Goliath, bevor wir dann in der nächsten Runde dann hoffentlich das Team steuern und ja, gegen das Monster kämpfen. So, jetzt geht's wieder los auf die Jagd. Wir müssen Level 3 erreichen mit unserem Monster, dem Goliath, um zu gewinnen, um dann das Kraftwerk zu zerstören, beziehungsweise diese Turbine. Ja, schauen wir doch mal, ob wir mal diese Runde jetzt hier durchhalten und gewinnen. Bisher sah das ja echt ein bisschen lappenmäßig aus. Aber das ist eben, wenn man ein neues Spiel spielt. So, wir sind Goliath. Dieses freundliche Monster. Haben wieder 3 Punkte zum Ausgeben. Das machen wir. Wir machen den Felswurf. Machen wir einfach auf die höchste Stufe. Damit können wir bestimmt was erreichen. Und dann schauen wir einfach mal zum Einsatz. Mal gucken, wie lange wir jetzt laden müssen hier. Das Match startet. Wir müssen gegen Valhank, Markov und den anderen da kämpfen. Den anderen auch nett. Ich glaube, Daisy ist es. Und ja, schauen wir doch einfach mal, oder? Sieht auf jeden Fall sehr nett aus, dieses Monsterchen. Grafisch auch eigentlich ganz okay. So. Wir müssen uns erstmal was zu fressen suchen. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal was. So, und dann können wir das nämlich dann auch essen, um uns weiter zu entwickeln. Ganz wichtig. Und da kommen jetzt schon meine Gegner zum Riechen. Ich bin verlangsamt, warum denn? Ach du Scheiße. Komm, mach den Feuerdingsbums hier. Geht scheinbar nicht. Die sind schlau, weil sie immer dieses Schild aktivieren. Den haben wir leider nicht und dann müssen wir sie eben ein bisschen kriegen. Wir können hier auch nicht so einfach fliehen. So, werfen wir mal hier einfach dieses... Da, diese Daisy. Was macht die denn hier? So, unsere Energie sieht jetzt auch nicht so prickelnd aus. Ich glaube, wir sterben jetzt auch schon wieder. Wenn wir jetzt nichts hier zu essen kriegen. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Energie aufladen soll, ganz ehrlich. Die Jäger haben gewonnen. Die Jäger haben so schließlich ein Matchup. Super, ja. Ja, aber wie kann ich denn hier meine Energie wieder aufladen? Das wollen wir gar nicht sehen. Schließlich habe ich ja verloren und das kotzt mich gerade schon an. Aber wir spielen noch eine Runde das Monster. Warum machen wir das? Weil wir spielen jetzt die Mission beziehungsweise die Solo-Mission, die Solo-Kampagne, die Solo, wie nennt man das? Ja, wir spielen jetzt einfach den Abschnitt Nest. Auch hier beim Funktionskraftwerk haben wir schon im vorherigen Let's Play Beowulf hier bei den Gamerdick das gespielt. Übrigens abonniert unser Kanal, dann erfahrt ihr immer mehr. Und bleibt auch immer auf dem aktuellsten Stand, was Let's Plays
auf Deutsch betrifft. Ja, schauen wir mal, ob wir jetzt das Nest besser spielen können als im letzten Let's Play Ewolf, als wir da doch auch ordentlich verkackt haben, sage ich mal. So, wir wählen wieder Goliath, Feueratem. Der ist eigentlich so, was ich gerne benutze, aber das Problem ist eben, dass er nicht immer funktioniert. Mal schauen, ob die Menschen dann mich wieder aufhalten können. Ich bin mal gespannt. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, da sind wir. Und wir müssen. Schauen, dass wir uns schnellstmöglich weiterentwickeln. Oh. Minuten müssten wir durchhalten. Komm, ist den Kack. Gehen wir mal auf die Suche. Da haben wir was gefunden. Draufhauen, immer draufhauen. Und dann sind wir nämlich der Entwicklungsstufe gleich auch schon wieder ein Schrittchen näher. Na, komm. Oh, da wurde ein Eis von mir zerstört. Den Schleichangriff durchgeführt. Da wird ein Ei beschädigt. Aber wir entwickeln uns mal ganz schnell eben. Da sind wir schon auf Maximum. Wir machen noch den Felswurf. Entwickeln läuft ja 5 Sekunden. Nächsten Tiere zu fressen sind. Oh. Ich glaube jetzt gleich kommt dann auch hier das Team. Na komm, dann ist sie doch endlich. Hast du noch nicht aufgefressen? Erledige ich jetzt aber mal eben schnell. Da habe ich ordentlich was zum Beißen dran. Und was kriege ich dadurch? Aber nicht so viel. Auf jeden Fall kann ich mich gleich schon auf Stufe 2 entwickeln. Wie das aussieht hier. Na, komm. Komm. Ey. Na, also. Oh.
Oh, und da kommen jetzt auch schon die Herrschaften her, die mich aufhalten müssen. Wir sehen auf jeden Fall hier, dass es ein paar Leute gibt, die schon weniger Power haben, hier zum Beispiel. Da nehmen wir den ganzen noch eben das Leben. So, wir haben eine Person getötet, schon mal sehr gut. Oh, wir müssen die Eier beschützen. Harpunenkabel angreifen. Da ist auf jeden Fall noch hier diese Daisy, die kann ich auch noch eben erledigen. Na? Wo bist du? Da kriegst du noch ein bisschen hier ab. Kann ich dich essen? Nein, kann ich natürlich nicht. Wen hat mir wundert? Dahin muss ich sie erreichen. Hängen. Ah, da. Dann entwickle ich mich direkt auch mal. Drei Punkte zum Ausgeben übrig. Die gebe ich auf jeden Fall jetzt mal fürs Rammen aus. Dann entwickle ich zur Phase 3. Entwicklung läuft auch. Jetzt bin ich noch gefährlicher und habe noch mehr Energie. Oh, der Markov, der ist auch am Ende. Ja. Wenn wir das Beschleunigen nehmen, wir nochmal anzünden. Wahrscheinlich nicht. So, da sind. Wird auf jeden Fall wieder angeschossen. Nur von wo? Ich will meine Eier jetzt auch nicht zu weit aus den Augen lassen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal gut. So, ist denn hier gerade in der Nähe? Ja, da hinten tauchen sie wieder auf. Der hängt. So, dann gebe ich der Van auf jeden Fall auch mal ein bisschen mit hier. Die ist jetzt gleich auch fällig. Komm schon. Da. Ich muss mich ja auch weiterentwickeln, aber das dauert hier glaube ich so ein bisschen. Na, oh, ich kann gerade noch nicht mal klettern.
So. Der Support ist tot. Und da riecht die Valve. Oh, wir sind von einem Betäubungspfeil getroffen. Medic ist tot. Auch schon mal sehr gut. Und wir gewinnen in 32 Sekunden. 30 Sekunden. So, oh, jetzt drehen die hier auch voll durch gerade. Kann ich das schlüpfen lassen? Ei wird ausgerüstet, sehr gut. Wieder so liebevoll. Es kann sein, dass das die erste Runde ist, die wir gewinnen hier. Und da sind auf jeden Fall auch ein paar Leutchen. Und da hauen wir jetzt mal eine Runde. Feiern die Runde hier. Die grillen einfach mal alle. Das Monster hat gewonnen. Jäger haben die eigentlich vernichtet. Wir haben gewonnen. Unser erster Sieg hier in Let's Play. Und damit werde ich mich dann auch verabschieden. Wir schauen jetzt hier. Schauen wir mal ganz kurz hier, wie weit wir hier kommen. Schneller Wechsel können wir, glaube ich, gleich durchführen. Stufe 2 haben wir erreicht. Charaktermeisterschaft, Leistung, wie ist das? Bla bla. Sehr gut. So. Ja, was bedeutet das? Wir fahren jetzt erstmal fort und schauen, was als nächstes passiert. Danach verabschiede ich mich aus diesem Let's Play. Genau, wir können wieder auswählen. Die nächste Folge drehen wir auf jeden Fall als Jäger. Ja. Abonniert den Kanal, bewertet das Video und die anderen Videos, schaut euch unsere anderen Videos an und schreibt Kommentare. Ganz wichtig ist aber wie immer, abonnieren, abonnieren, abonnieren und wir sehen uns in einer anderen Folge unserer Let's Plays, vielleicht demnächst bei Let's Play E-Wolf. Bis dahin, ciao!